Hallo aus Traben-Trarbach. In diesem Video zeige ich einen schönen Stadtspaziergang durch die Stadt des Jugendstils an der Mosel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Starten wir direkt mit einem der Wahrzeichen der Stadt, nämlich dem Brückentor auf der Trarbacher Seite. Es steht am Ende der Moselbrücke nach Traben. An ihm sind verschiedene historische Bauelemente zu erkennen, der des Jugendstils dominiert, so wie in der gesamten Stadt. Errichtet wurde das Tor 1899, nachdem die Moselbrücke fertiggestellt worden war. Im Gegensatz zur Brücke, die im März 1945 während des Zweiten Weltkrieges gesprengt und zwei Jahre später wieder aufgebaut wurde, blieb das Tor unversehrt und ist deswegen in seinem Zustand von vor dem Krieg erhalten. Die Brücke über die Mosel sollte eigentlich nur improvisiert in diesem Stil wieder aufgebaut werden, doch noch heute ist sie so zu sehen wie nach der Errichtung 1947. Dies erklärt auch den Stilbruch im Vergleich zum Brückentor. Am anderen Ende der Moselbrücke gelangt man direkt in die Innenstadt. Die Straße führt am Postamt im Loretta-Haus vorbei, an dem ebenfalls der Jugendstil deutlich erkennbar ist. Mehr zum Loretta-Haus gibt es gleich noch im Video, wenn wir auf dem Rückweg sind. Im Stadtteil Traben liegt der Endbahnhof der Moselweinbahn, die Bulley mit Traben-Trarbach verbindet. Inzwischen ist der Bahnhof neu und modern errichtet worden. In diesem alten Bahnhofsgebäude, das 1904 nach dem Vorbild alter Trabener Fachwerkhäuser errichtet wurde, ist heute der Sitz des Bürgermeisters und damit ein Verwaltungszentrum. Der heutige moderne Bahnhof liegt nur etwa 150 Meter weiter hinter diesem alten. Über dem Stadtteil Trarbach thront die Ruine der Grevenburg aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurde nach mehreren Belagerungen im 18. Jahrhundert zerstört. Von Traben aus hat man einen hervorragenden Blick auf die Ruine, wenn man am Ufer der Mosel entlang spaziert. Von hier aus sieht man außerdem sehr gut die Brücke und natürlich das Brückentor, durch das wir eingangs gegangen sind. Wer Traben-Trarbach besucht, parkt am besten auf den großen Parkplätzen in Trarbach und nimmt den Weg über die Brücke. In Traben sind an der Mosel nur eingeschränkt freie Plätze verfügbar und die Innenstadt selber bietet nur wenige freie Flächen. Und wer zur richtigen Zeit Anfang des Jahres hier in der Stadt ist, der kann vielleicht auch mit etwas Glück den tierischen Nachwuchs an der Mosel bewundern. Wir sind nun unterhalb des Postamts, an dem wir eben vorbeigegangen sind. Traben-Trarbach ist fast vollständig unterkellert. Die Stadt war früher nach Bordeaux der Ort mit dem zweitgrößten Weinexport in Europa. Um diese riesigen Weinmengen zu lagern, braucht man Platz. Und den hat man mit einem gigantischen Netzwerk an Kellern und Tunneln geschaffen, die das gesamte Stadtgebiet von Traben durchziehen. In diesen Kellern findet in der Weihnachtszeit auch immer der unterirdische Weihnachtsmarkt statt. Einer dieser Keller endet auch unter dem Hotel Moselschlösschen, einem von zwei Top-Hotels dieser Stadt. Direkt angrenzend befindet sich das nächste Spitzenhotel von Traben-Trarbach, das Bellevue. Wer sich so richtig im Jugendstil austoben möchte, der wird hier auf jeden Fall sich wohlfühlen und einen tollen Moselurlaub haben. Dieses absolute Juwel des Jugendstils kann heute noch hautnah erlebt werden. Man kann in die Belle Époque richtig eintauchen und sich bestens vorstellen, dass das Who is Who des frühen 20. Jahrhunderts hier Stammgäste waren. Hierzu zählten zum Beispiel der Graf von Anhalt, der Baron von Thyssen oder der Schauspieler Heinz Rühmann. Wenn wir von hier nochmal einen Blick auf die andere Moselseite nach Trarbach werfen, dann sehen wir das Buddha-Museum, das die meisten Buddhas in Europa unter und auf seinem Dach vereint. Das Grauen der Geschichte deckt manchen Edelstein. Enthüllt strahlt er im Lichte von neuem hell und rein. Dieser Spruch steht als Schriftzug weithin lesbar an der Fassade des Loretta-Hauses. Benannt wurde es nach der Gräfin Loretta von Sponheim. Sie wurde berühmt, da sie im 14. Jahrhundert den mächtigen Erzbischof und Kurfürsten von Trier festsetzen ließ und ihm ihre Bedingungen zu seiner Freilassung aufzwang. Eigentlich handelt es sich um ein Doppelhaus mit zwei getrennten Treppenhäusern, aber von außen ist es völlig symmetrisch gestaltet.
Von hier aus gehen wir wieder über die Brücke in Richtung Trarbach. Wir erkennen von hier deutlich das Buddha-Museum sowie die eben vorgestellten Hotelkomplexe des Moselschlösschens und des Bellevue. Hier kann man nochmal einen Blick über die Mosel schweifen lassen, die hier eine ihrer zahlreichen Schleifen vollzieht. Am anderen Ende der Brücke stehen wir wieder vor dem Brückentor und sind damit am Ausgangspunkt des Rundweges angekommen. Es ist ein gemütlicher und barrierefreier Rundgang, den man in aller Ruhe entlang spazieren kann. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten von der Mosel interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.